Es muss was schön sein. Und es muss von höchster Qualität sein. Es muss herzeigbar sein. Traditionell. Modisch. Und doch klassisch genug, dass man lange Freude aneinander hat und auf den anderen auch gerne gut schaut. Ja, Max. Bingo. Das hat eigentlich nur so laufen können. Wir haben mal den Moment für heute aufgehoben im Zimmer mit dir. Immer der Zwergenplan, gut. Dann soll euch eine wunderschöne Geschichte gelingen, die ihr selber schreibt. Das wünscht man euch von ganzem Herzen und das Ganze mit unglaublich viel Liebe garniert, so wie es der Diakon heute gesagt hat. Unsere Liebe habt. Danke für diesen wunderschönen Tag. And I'm falling, falling for you. And I'm falling, falling for you. I wanna love you. Und was wirklich schön ist, dass ihr beide dem anderen in Wahrheit begegnet seid und dass keiner dem anderen, die andere dem anderen etwas vorgespielt habt, sondern eure Natürlichkeit habt ihr beide euch gezeigt. Also man muss sich nicht besser präsentieren, wie man ist, weil man ist eh perfekt. Und das habt ihr beide wirklich toll gemacht in eurem Kennenlernen, dass ihr beide einfach wirklich so gewesen seid wie Satz, weil wenn man etwas vorspielt, irgendwann kommt die Wahrheit und dann bricht etwas. Und so seid ihr in der Wahrheit zusammengekommen. Und auch schön hat mich gefreut, dass ihr Familienmenschen seid, dass euch die Familie ganz wichtig ist. Die Familie ist das höchste Gut. Stephanie, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten, ehren, alle Tage meines Lebens. Maximilian, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. So trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Gott, der Herr, hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu, er wird zu euch stehen und das Gute, das er begonnen hat, vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Euch, liebe Trauzeuginnen und Trauzeugen, und alle hier Anwesenden, nehme ich als Zeugen dieses Bundes. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Thank you.
glaube, es sind die Voraussetzungen so, dass eure Ehe wirklich wie ein guter Wein langsam reifen kann und vielleicht auch sowas wie ein Bouquet entwickelt. Und darauf können wir, glaube ich, jetzt noch einmal das Glas heben. Und abschließend möchte ich euch noch einmal im Namen aller ihr Anwesenden unsere besten Wünsche für Liebe und Vertrauen, Gesundheit und Glück, Zufriedenheit und Erfolg auf eurem gemeinsamen Weg überbringen. Und ich kann euch versichern, diese Wünsche werden euch begleiten. Danke. Sunlight underneath the moon.